Hallo Leute, ich bin Raphael und ich will heute über das iPad 2 reden, die Vorteile und die Nachteile. 64 GB. Das iPad ist also eigentlich wie ein Computer. Wenn du das iPad hast, dann brauchst du keinen Computer mehr. Es hat Internet, fotografieren kannst du damit, Spiele spielen. Es ist einfach super. Hier auch, ich zeige. 64 GB, wie man sieht. Und das iPad 2, manche Nachteile sind, zum Beispiel manche haben gesagt, es wird ein USB-Anschluss kommen und man kann Word drauf lesen. Das ist kompliziert geworden. Mit Pages and App, das kostet 8 Euro, mit dem kann man es jetzt machen. Aber es ist nicht wie erwartet rausgekommen. iPads Kamera ist auch nicht sehr toll, leider. Aber das Internet ist hervorragend. Batterie ist auch ganz gut. Haltet für 2 Tage, für 2 bis 5 Tage. Hängt ab, wie oft man es benutzt. Ich benutze es nicht so oft, also eher 5 Tage. Aber ich bin sehr stolz damit. Hat auch Facebook. Und super leicht, also gar nicht, überhaupt nicht schwer. Und ich würde es empfehlen, und mit der Versicherung. Da zahlt man 200 Euro und wenn man es verliert, bekommt man 75% des Geldes zurück. Wenn es beschädigt vor Garantieschluss wird, bekommt man das ganze Geld zurück. Wenn es nach Garantie kaputt wird, dann bekommt man 75% zurück. Also, egal wie das iPad weg oder kaputt oder nicht mehr funktioniert oder irgendetwas mit dem ist, du bekommst mindestens 50% des Geldes zurück. Also empfehlenswert, dieser Vertrag. Also, ich würde es mir kaufen, speziell 64 GB, weil man soll viel darauf machen, soll man es wie ein Computer nutzen. Bitte Comments schreiben und ich mache dann später noch ein Video über iPhone.